Nacho-Nervenkitzel. Welt 7 oder Level 7, je nachdem wie ihr das wollt. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby's Return to Dreamland. Mit Lachs zum Frühstück, ganz genau. Ich weiß nicht, wie sehr wir uns dem Ende neigen. Für mich sind Lava-Welten meist so das Letzte in einem Game. Aber da es in Kirby und das vergessene Land auch nicht die letzte Welt war, weiß ich noch nicht. Wir schauen jetzt erstmal direkt in die erste Stage rein und schauen, was uns hier erwartet. Boah, sieht das krass aus. Jetzt mal for real. Also jetzt mal for ganz real. Sieht doch, also, hallo? Oh, ich kann gar nicht nach unten schlagen. Ich stelle mich sehr gut an. Doch, ich kann nach unten. Nee, kann ich doch nicht. Okay. Man weiß nicht. By the way, ich weiß nicht, ob ich das Ganze hier aufhält. Also, wenn ich angreife, dann greift Kirby irgendwie 10 Minuten verzögert an. Was ist... Lol. Rechts? Links? Das ist voll verzögert. Och, nee. Jetzt muss ich mit sowas auch noch rechnen. Oh, das wird ja todesschwer beim Kämpfen. Weil ich ja immer so 10 Minuten früher denken muss. Ich habe, by the way... Ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Vielleicht fällt es euch auf neue... Beleuchtungs- und Kameraeinstellungen. Ich finde, es sieht wirklich jetzt perfekt aus. Ich bin so unfassbar zufrieden. Gut, dass ich weiß, dass das runterfällt. Bitte, oh, eine Pizza, let's go. Lava-Welt, es wird schwer. Habe ich eigentlich auch erstmal nichts gegen. Gegen die Schwierigkeit, meine ich. Aber muss jetzt nicht unbedingt. Oh, aber das muss unbedingt. Egal. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat oder ob wir genauso viel verloren haben, wie wir eingesammelt haben. Aber es hat sich zumindest gut angefühlt. Das ist schon mal wichtig, ja? Lass uns weitermachen. Lass uns doch nicht weitermachen. Also wenn Kirby wieder 20 Minuten braucht, bis er fertig mit Aufsaugen ist, ich lasse Aufsaugen immer schon los. Und trotzdem denkt Kirby sich, ja, jetzt sauge ich nochmal ein paar Minuten. Weil wir sind ja so lustig heute. Ich bin gesprungen, ich werde sterben. Weil die Steuerung, also entweder hat sich die Steuerung verändert oder ich schieb's ganz entspannt auf meine Capture Card. Und sag einfach, dass die ein bisschen, let's say, verzögert ist. Was halt sehr untertrieben wäre. Also das ist schon krass. Sprung. Sprung. Ja, es ist... Es fühlt sich leicht clanky an. Ich weiß, ihr kriegt davon vielleicht auch gar nichts mit. Aber es ist halt ein bisschen weird. Ist egal. Das ist wahrscheinlich meine Schuld. PC überlastet. Soll vorkommen. Was machen die? Die geben mir Feuerfähigkeit. Ich war schon letztens, war ich so am überlegen, haben wir eigentlich schon einen Blueprint bekommen und unsere Fähigkeit stärker gemacht. Aber das ist ja sowas, das gibt es ausschließlich in Kirby und das vergessene Land. Das ist was, das finde ich weird. Also, Kirby nimmt sich manchmal das Recht aus, einfach Dinge zu tun, die ich gar nicht sage. Ich habe nicht genau. Warum? Warum macht er das? Und diese blöde Kanone. Und dann, wenn er es machen soll, macht er es nicht. Kirby ist ein bisschen kaputt. Nee, ich reg mich nicht mehr über dieses Spiel auf. Das Spiel ist wunderschön, es macht mega Spaß. Es ist da. Woher kommt dieser... Hä? Muss ich das Wasser... Nö. Letzter Versuch, dankeschön. Ja, wie soll ich den denn mitnehmen? Ich kann ja nicht angreifen, während ich Dings habe. Ich kann auch nicht fliegen. Während ich den Schlüssel in der Hand habe. Keine Ahnung. Na klar! Natürlich! Er kommt von anderen Ende der Welt, wo jetzt 4 Lampen stehen, kommt er angeflogen. Und fühlt sich was... Ich muss doch safe da unten lang. Nein, muss ich nicht! Greif... Kirby, du bist das dümmste Wesen, das es gibt. Junge und Pfeff.
Komm, hau doch, niemand mag dich. Such dir Freunde, also wirklich. Ich drück 100-mal angreifen, er macht nix. Ich muss da unten, ach so, ja klar. Natürlich. Wir sterben, du auch. So, jetzt wird hier durchgedived. Für das One-Up und wieder zurück. Weil, ich weiß auch nicht so ganz. Nein! Ja, dann halt, ne, ach komm. Das ist so Schmutz. Das ist so Garbage. Ach nee, komm. Wir sind wieder in den ersten 5 Minuten. Und ich habe schon wieder den Drang, das Game auszumachen, nach Hause zu gehen und nie wieder hierher zu kommen. By the way, ich weiß gar nicht, wenn ihr das Video seht, ist Luigi's Mansion 3 vorbei. Und stand jetzt Montag. Der, ich weiß nicht ganz wie vielte, der 3.4. Ich weiß noch nicht, was das Nachfolgeprojekt von Luigi's Mansion sein wird. Werden wir erstmal zu einer super Riesenkugel und kümmern uns hier um, bevor wir uns über weitere Projekte Gedanken machen. Aber ich muss mir jetzt gleich Gedanken machen, weil ich das neue Projekt dann jetzt auch aufnehmen werde. Reicht doch, reicht doch. Drück doch B, dann bist du schneller. Nee, bist du scheinbar nicht. Zu schön, ich habe sogar durchgeschafft, ohne zu sterben. Da bin ich ja sogar stolz auf mich. So, jetzt aber hier. Rein da! Bumm. Oh, hier gibt's was für? Heilung. Wofür denn? Dafür, dass ich jetzt hier nochmal zurückgehe. Hier gibt's gar nichts außer ein paar Gegner. Ja, hat sich nicht gelohnt. Okay. Aber hier hoch. Und von hier wieder nach links. Oh, lecker schmeckotastisch. Rein da. Zack. Das war der Flug. Und nochmal. Was passiert? Oh, lol. Wie genial ist das denn, hä? Fühle ich. Ich fühle den Rest vom Spiel nicht, aber das fühle ich. Bei Leuten, die sich diese Folge angucken und sich denken, boah, der spielt das Spiel seit 5 Minuten und rantet so todes darüber ab. Die hassen mich ja einfach. Ich hasse das Spiel und vor allen Dingen hasse ich es wegen solchen Dingen. Das ist halt einfach nicht schön. Na klar, natürlich. Und Kirby braucht dann noch immer so 520 Jahre, bis es mal geschafft hat, was einzusaugen. Ja, natürlich. Ach, nee. Ich drücke seit 100 Minuten, dass er aufhören soll und spucken soll. Macht er nicht. Es ist so ein Scam. Es ist so dumm. Die Steuerung ist nicht optimiert. Das ist kein optimiertes Game. Wie komme ich hier durch? Gar nicht. Hallo? Ich kann das nicht einsaugen. Ja. Ich bin jetzt schon wieder so salzig. Das kannst du keinem erzählen. Es ist unfassbar, was dieses Spiel tut. Und deswegen, also das ist, ach komm. Raus hier, gar nichts mehr. Gar nichts. Folge vorbei. 10 Minuten, da schalte ich 4-mal Werbung rein und gut ist. Weg mit euch. Komm bitte auf die 1, das wäre schön, das wäre verdient. Das wäre eine angemessene Entschuldigung. Letztens hat ein Kollege mal zugeguckt, sich so ein Video angeschaut, wie ich spiele. Er meinte, ich bin nicht sehr gut in dem Spiel. Und es vielleicht daran liegen könnte, dass ich mich sehr aufrege. Ich habe alles abgestritten und gesagt, ich habe nur in der Folge schlecht performt. Ich bin ja ein Profi-Gamer. Und dann wurde ich 10 Minuten ausgelacht. War ein sehr schönes Erlebnis. Lasst uns weitermachen. Ja, Margolor, wir schauen uns die Spiele nicht an. Wir schauen uns am Ende dieses wunderbaren Projektes an. Aber jetzt schauen wir erstmal in die zweite wunderbare Stage hinein. Was ist das denn?
Kannst du... Oh, Eisfähigkeit. Könnte ich mich nicht irgendwie unverwundbar machen? Ja. Ist das Cheaten? Nein. Ich nutze In-Game-Features. Feuer sollte ja auch unverwundbar gegen Eis sein. Wie aktiviere ich das wieder? Okay. Dankeschön. Wenigstens ein Zahnrad heute, da bin ich sogar fast mit glücklich. Danke, dass du einfach anfängst zu laufen, Kirby. Ich habe damit auch gar kein Problem. Ich bin unverwundbar. Nee, bin ich nicht. Okay. Muss da durch, da passiert nichts mehr. Okay, wir gehen da durch. Wir bleiben safe und wir gehen da durch. Ich bin ein Ninja, ich bin jetzt 10 Meter schneller die Sekunde. Deswegen könnt ihr mir gar nichts mehr. Bam. Runter da. Zack, zack, zack. Zack, zack. MC Kirby ist am Start. Okay, hier müssen wir warten. Hier müssen wir warten. Hier können wir taken. Wir warten, wir warten, wir warten. Zack. Und runter. Dann Mission Impossible. Sieht so aus, als könnte man hier einfach durch. Weil ich dieses Game studiert habe. Ich bin das Game. Ich bin es. Ihr müsst es fühlen. Why do I even try? Nein, muss ich da oben vielleicht... Nee, kann ich ja nicht. Hä? Gerade eben konnte man durchlaufen und jetzt dann halt nicht mehr. Und natürlich weiß ich, dass hier Blöcke sind. Das ist auch kein Blindjump oder so. Kann ein Spiel mich so fertig machen, mich so mental nach unten ziehen? Also, ich bin gleich, by the way, also was heißt gleich? Ich werde gleich sterben. Ja, da drüben ist so ein Gear, das ich mir safe holen. Warum? Warum denn? Hör doch einfach auf damit. Ist doch okay, wir haben es alle kapiert. So. Ja, natürlich. Natürlich, wenn man eine... Ach, komm, nee, nee, nee. Wir haben es geschafft, wir machen weiter. Es ist... Es ist eines der schönsten Videospiele, die ich seit langem gespielt habe. Geht das auch wieder an die Kerze? Natürlich nicht, nein. Ich bin Superman. Geht doch alle weg hier, komm. Flieg doch auch. Das ist so Garbage. Das ist so Müll. Da ist irgendwas. Hier brauche ich die Kerze, weil das ist Eis. Aber die Kerze geht aus dem Wasser, also kannst du sie nicht transportieren. Das ist alles Fake. Nee, nee. Ich will auch eigentlich gar nicht mehr. Ich will dieses Spiel durchspielen und ich will eigentlich nichts mehr sammeln. Ich weiß, ich habe am Anfang noch gesagt, ja, so ein paar Sachen würde ich schon gern einsammeln und mitnehmen. Mittlerweile hat sich das halt komplett geändert. Mittlerweile bin ich nur noch auf diesem Trip so like, ja, Hauptsache du hast das Level halt geschafft, so. Du hast das Spiel hinter dich gebracht, du hast es durchgezogen. Ich glaube, es geht mehr so darum, dass ich es durchgezogen habe. Ich glaube, das ist so mein derzeitiger Grind. Ich kann das so niemals mit dem Bosskampf nehmen. Spawn doch schneller! Rein da, komm. Es ist leer. Oh, das macht ihm Damage, das wusste ich gar nicht. Let's go. Ist es die super, über Hammer-Fähigkeit? Natürlich ist es sie das. Ist sie das? Ist sie das? Ist Deutsch.
Okay, habe ich direkt auf... Meine Intention war richtig. Und runter da. Und ihr müsst einfach den Stick ganz schnell in alle Richtungen bewegen und das tut es schon. Das reicht schon. Muss ich Angst haben? Nee. Nee, nicht. Habe ich schön gemacht. Bin ja auch eins Profi von Beruf. So, das kann man bestimmt auch killen. Das sieht zumindest so aus. Ja, lol. Kann man wirklich. Da gibt es sogar einen Weg für uns, der uns das Ganze hier einfach macht. Schön. Oh, komm, rein da, rein da, rein da. Hä? Meine Mission ist doch, beide hier runter zu böllern, oder nicht? Letzter Versuch. Oh, ich glaube, ich weiß es. Nein, nicht so. Oh, stupid. Also, die Idee ist, einmal den rechten und dann straight up den linken. Warum macht er jetzt wieder den rechten? Es ist so dumm. Letzter Versuch und dann gehen wir weiter. Weil Kirby ist ein bisschen dumm von Beruf. Ich kann den zweiten dadurch nicht runterfahren. Ja, okay, geht halt nicht. Wenn jemand weiß, wie das geht, schreibt es in die Kommentare. Ich werde euch nicht glauben. Ich werde sterben. Danke dafür. Es macht keinen Spaß. Ich will es ja eigentlich auch gar nicht mehr versuchen. Man kann die unterschiedlich stark reinhauen. Ich habe es verstanden. Schreibt es nicht in die Kommentare. Ich werde es nicht machen. Weiter geht's. Warum? Und wie lange geht das Spiel noch? Muss ich irgendwas dazu sagen? Es ist so dumm. Es ist wirklich so unfassbar dumm. Ich laufe ins Ziel, ja? Und dann... Ey, das ist das schlechteste Level-Design seit Jahrtausenden. Ich bin so enttäuscht von diesem Game. Ich habe dafür 60 Euro, glaube ich, ausgegeben. Oder 50. Ich weiß es nicht. Dafür. Also, Guys, ich weiß, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link dazu. Aber ich kann euch das Spiel halt nicht empfehlen. Wirklich nicht. Ich bin so gespannt auf mein Fazit, was ich alles sagen werde. Das Fazit wird wahrscheinlich dreimal so lang gehen wie die Credits. Und es wird keinen positiven Punkt geben. Doch, ich glaube, der... Der positive Punkt ist, dass dieses dummes Kirby-Game ist. Das ist der einzige Punkt. Dass Kirby vorne auf dem Screen ist. Nee, also das Spiel ist wirklich... No joke. Eine 1 von 10. Was kann man alles bei einem Spiel falsch machen? Wenn mich das jemand fragt, ich schicke ihm einen Link zu diesem Spiel. Der soll sich das hier anschauen. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich bin enttäuscht. Kirby und das vergessene Land war so schön. Und da kommt halt dieses... Kommt dieses... Das hier. Ich hoffe, for real, wir kriegen Kirby und das vergessene Land 2. Damit wenigstens mal wieder ein gutes Kirby kommt. Kirby wurde ja so eine Form von wiederbelebt mäßig durch Kirby und das vergessene Land. Wir haben ja voll viele Games. Ne, will ich nicht. Will ich nicht, ich will... Oh mein Gott, ich wurde fast von der Sonne getroffen. Ich will auf jeden Fall mehr Games wie Kirby und das vergessene Land. Die halt... Wie drücke ich mich aus? Die halt fair waren. Wenn ich ein Troll-Game spielen will, dann schaue ich mir Mario Maker-Videos an oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber wenn ich ein cooles Jump-and-Run-Spiel spielen will, dann möchte ich auf Kirby zurückgreifen können. Aber scheinbar kann ich das nicht. Ich weiß nicht, ist jedes Kirby-Game so wie das hier? Weil ich finde, das ist wirklich schon...
nicht sehr angenehm, dieses Spiel. Es gibt bestimmt Fanboys von dem Spiel, die hassen mich jetzt einfach. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Da gibt es jetzt diese Fanboys, die sich denken, boah, wie kannst du, das ist das weltbesteste Spiel. Und ich bin der Einzige, der sagt, das ist nicht gut. Und ja, ich habe bewusst, egal, komm, nee, erkläre ich jetzt nicht. Leute, die wissen, was ich meine, haben den Joke verstanden. Ich bin der Einzige hier, der da so das Spiel am Haten ist. Nee, ach komm. Es ist so stupid. Wie kann Nintendo dieses Spiel... Ey, ich rante 20 Minuten von der Folge lang nur über dieses Game. Das ist nicht der Sinn und Zweck. Ich will euch durch meine Videos unterhalten und nicht... Was auch immer ich hier eigentlich tue. Warum dreht sich Kirby nicht im Kreis? Also warum? Was mache ich jetzt anders? Und jetzt anders? Und jetzt anders? Jetzt macht er so einen Flug. Jetzt dreht er sich im Kreis. Ich weiß aber nicht, was ich anders mache. Die ganze Steuerung ist ein und dasselbe. Das ist nichts Neues, nichts Inno. Ich hab 100 Mal. Nee, es ist einfach, es ist so garbage. Es ist, das Spiel macht mich mental, also komplett fertig. Es zeigt mir halt wirklich jedes Mal, wie schlecht ein Spiel sein kann. Und das ist nicht. Find's nicht gut. Finde es nicht gut. Dieses Spiel macht mir keinen Spaß. Kann dieser hässliche fliegende Roboter jetzt mal sterben? Kauf dir ein Leben. Stirb. So, hier, gib mir deine Kraft. Weiter geht's. Nee, es ist... Ich will's auch nicht abbrechen, weil vielleicht wollen manche von euch wirklich dieses Let's Play noch sehen. Aber ich krieg das psychisch einfach nicht hin. Ich krieg es nicht hin. Ich zwinge mich dazu, diese Folgen aufzunehmen. Ja, natürlich, ich habe immer noch so diese kleine Hoffnung. Boah, also wenn heute alles gut läuft, dann haben wir wieder so Top-Level wie... War das die letzte Folge? Irgendwann hatten wir richtig coole Level. Das fand ich mega. Da habe ich mich gar nicht aufgeregt. Das hat mir richtig gefallen. Ich habe halt immer die Hoffnung, dass sowas halt wieder kommt. Aber halt, wir kommen auch irgendwann an einem Punkt, wo ich dann diese Hoffnung halt auch nicht mehr habe. Nein, bitte. Oh mein Gott. So. Und das ist halt... Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr euch das überhaupt bis hier angeschaut habt, ob ihr noch Bock auf dieses Let's Play habt oder halt nicht mehr. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, es gibt schönere Dinge. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Bin mir sicher, es gibt so viele Leute unter euch, die dieses Spiel lieben, aber... Ich kann das nicht. Was soll ich denn mit diesem Key machen? Wofür ist der? So, wir ranten jetzt nicht. Wir reißen uns jetzt mal kurz fünf Sekunden zusammen. Und tun so, als hätte ich wirklich Spaß an dem Spiel. Boah, guck mal, eine Riesensonne. Boah, noch eine. Boah, guckt euch das an. Guckt euch das an. Und es ist doch nicht fair. Ich möchte ein faires Spielerlebnis und... Ja, das hätte man sehen können, okay. Aber der vorher, der war Scam. Ich möchte ein faires Spielerlebnis. Ist das so viel verlangt von einem... Kirby ist schon AAA. Kirby ist eine bekannte Marke. Ist es zu viel verlangt? Ist es zu viel verlangt? Ich weiß es nicht. Also, ja, ich will mich jetzt auch nicht weiter aufregen, wirklich nicht. Ich habe den Controller schon wieder fast kaputt gemacht. Das ist nicht gut. Ich sage, irgendwann bricht hier hinten das Plastik, weil ich das so oft auf mein Bein haue. Oh, wir kriegen eine ultra krasse Fähigkeit. Mein Fehler, das ist okay. Das ist okay, da reg ich mich trotzdem, aber da reg ich mich halt über mich auf.
Ist der Typ nicht eigentlich ein Boss? Ich meine, war ein Boss? Warum blinkt denn meine Lebensleiste jetzt schon wie... Er kommt aus dem Nichts nach unten geflogen. Woher soll ich wissen, dass er da ist? Also, das ist halt... Das sind Dinge, die sind blind. Das kann so halt einfach nicht angehen. Mann. Ich würde dieses Spiel gerne lieben können. Wirklich ernsthaft. Gut. Lass uns weitermachen. Ich find's das zum Beispiel ein cooles, eine coole Idee. Das ist nicht herausfordernd jetzt, aber ich mag die Idee. Die Idee ist ja, du kämpfst jetzt. Es ist dumm, es ist kommt. Nein. So, da sind wir wieder. Ich bin voll motiviert. Hier brauche ich wieder eine Eisfähigkeit. Hä? Oder muss ich den Vulkan slicen? Wo macht das Sinn? Aber ich finde, die Idee ist schon... Die Idee ist cool, die Idee ist cool. Ist okay, nicht alles an dem Spiel. Alles an dem Spiel ist schlecht. Nicht alles an dem Spiel ist schlecht, aber vieles. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Wow. Guck mal. Ist das nicht schön? Gefällt dir das? Gefällt euch das nicht? Macht das nicht? Extrem viel Spaß. Ich hatte nicht... Ach, komm. Ich habe Ausspucken gedrückt, by the way. Für Leute, die sagen, du kannst doch nicht springen, wenn du was im Mund hast. Das solltest du jetzt aber auch wissen, nach 10 Parts. Ich weiß das, deswegen habe ich auch B gedrückt, aber er hat es nicht ausgespuckt. Aber wisst ihr, was so schön ist? Meistens, was hast du für eine Fähigkeit? Ach, kennen wir schon. Musik ist halt trotzdem einzigartig. Das ist das. Das ist der positive Aspekt, die Musik. So, das war's. 1 von 10. 1 von 10. Die Musik hat geballert. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Aber. Mal gucken, wie sich. Ja, das Ganze hier noch so entwickelt. Lasst uns jetzt mal hier ins Ziel rein. Und sind auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Guys, ihr wisst Bescheid. Wenn euch das Ganze gefallen hat, es würde mich mega freuen, wenn ihr ein Like da lasst und abonniert. Das zeigt mir, dass wenigstens jemand Spaß an diesem Spiel habt. Ja, okay. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.